Die Vorsitzende der CDU, Bundeskanzlerin Angela Merkel, hat den Vorstand über das Gespräch unterrichtet, das auf Einladung des Bundespräsidenten gestern Abend mit den Vorsitzenden von CDU, CSU und SPD im Schloss Bellevue stattgefunden hat. In der anschließenden Aussprache war sich der Bundesvorstand der CDU einig, dass die CDU das Vorgehen des Bundespräsidenten ausdrücklich begrüßt. Der Vorstand war sich außerdem in der Auffassung einig, dass die CDU bereit ist, mit der SPD ernsthafte Gespräche über die Bildung einer stabilen Bundesregierung zu führen. Das gebietet gleichermaßen der Respekt vor der Initiative des Bundespräsidenten, wie das Verantwortungsgefühl der CDU gegenüber unserem Land, wie gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, die ja am 24. September mit der festen Erwartung zur Bundestagswahl gegangen sind, dass die Politiker aus dem Wahlergebnis dann auch alles Notwendige tun, um zu einer stabilen Regierungsbildung für unser Land zu kommen. Es gilt jetzt abzuwarten, wie die SPD sich positioniert. Die nächsten Tage werden dort Klarheit bringen. Sie wissen, dass die SPD in der kommenden Woche einen Bundesparteitag angesetzt hat. Die CDU wird unmittelbar nach diesem Parteitag der SPD dann zu einer Vorstandssitzung am 10. und 11. Dezember zusammenkommen, um die aktuelle Lage zu bewerten und über das weitere Vorgehen zu beraten.